zwei Ketzerls aus, die halt eben so ein bisschen mit Klimaanlagen und sowas draufkriegen, dass wir da nicht erfrieren. Dass wir uns da immer wieder draufstellen können, um halt eben dementsprechend vor der Kälte gerüstet zu sein. Dann, ja, ich denke mal, dass der Aufbau der Base noch einiges in Anspruch nehmen wird. Wir werden die auch nicht gerade jetzt hier auf der nächsten Anhöhe bauen. Das wird schon ein bisschen weiter weg sein, weil wir wollen nächste Woche die Stargate Atlantis Mod, die wollen wir mal ausprobieren. Und dann besteht die Möglichkeit, dass wir uns porten können. Für euch dann natürlich auch die Möglichkeit. So, und dementsprechend ist das natürlich dann eine coole Geschichte, wenn wir das dann so auf Reihe bekommen. Ne? Also wenn das dann funktioniert und wir dann halt eben die Mod öffentlich machen können, dass die hier auf dem Server dann auch drauf ist. So. Das nur so vor, da kriegt man weniger Silica Pearls. Das kommt dir eigentlich nur so vor. So. Stimmt. Pelz müsste eigentlich hier Linie haben, ne? So, hier ist ja auch noch das ganze Bauzeug drauf. Zumindest etwas. Ne, das ist aus dem Strahl. So wie es aussieht, das ist aus dem Strahl gelootet. So, hier haben wir noch ein bisschen Gammelfleisch. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Gammelfleisch und noch ein bisschen Gammelfleisch. Dann können wir nichts machen. 115 Pelt. Das sollte doch eigentlich reichen, oder? Ja, damit kann man ein bisschen was anfangen. Damit kann man schon arbeiten, oder? Auch nur so gerade eben. So, Vince? Ja. Ich hau dir das Pelz hier in den Smitty, ne? Dankeschön. Ja, ich bin gerade noch auf Powerstation und. Ich bräuchte aber da sind auch eine Pelzrüstung. Ja, da sind ja, also 185 sind drin, da waren ja noch 70 Pelz drin im Smitty. Ja, aber du das weißt, dass ein Teil über 100 gereicht. Braucht? Echt? Ja, die sind teuer. Okay. Hosen sind die teuersten von allen. Ja, das ist schon ein bisschen her, wo ich das Ding gebaut habe, finde ich. So, da packen wir mal das rein, dann haben wir hier noch das Zeug. So, ein Kühlschrank reicht auf dem Ketzer. Ich baue noch einen zweiten großen Schrank. Ein wenig Gammelfleisch. Das packen wir mal da rein. Das kann man wegschmeißen, das brauchen wir nicht mehr. Und die Bärchens, die brauchen wir auch gerade nicht, oder? Ach, warte mal, ich guck mal, was unsere Schweinchen so machen, ob die da. Oder hier, unseren Äffchen können die auch mal leben. Aber was stehst du denn hier im Boden da drin, tu nix? Also, das ist ja. Nee, das ist zu schwer für dich, ne? Kackt hier gleich wieder rum, ey. Du kommst da an und sagst Hallo und die kacken gleich erstmal pauschal rum. Einmal eine Runde alles ankacken. Ja. Die freuen sich, dich zu sehen. Ja, genau. Hey, Losti, ich kack mal eine Runde. Ich bin so happy, ich kann's nicht mehr halten. Ja. Ich schmeiß mich das weg. Das ist deren Meinung zu dir. Ja, sehr nett. Sehr, sehr nett. Ja, kein Problem. Naja, das sind nett wie immer. Wie immer. Das ist nur so, wie ich es interpretiert habe. Ne? Genau. Aber so, ich muss mich jetzt erstmal von ein bisschen Ausrüstung hier trennen. Um es nochmal zu sagen im Stream, Hennitor. Ich habe gerade mal die Mods, die wir haben, alle im Chat gepostet. Ist bräuchte doch man, mittlerweile ein bisschen mehr geworden. Bräuchte man vielleicht mal einen Command dafür irgendwie? Haben wir. Der Command ist drinne. Ja, Mods. Der Command ist drinne. Ja, ich werde das Zeug jetzt hier doch erstmal irgendwo einen drinnen lassen hier. Schrank mit das Sättel. Das da drauf. Die packen wir mal hier hin. Nee, ich habe keine Trinkflasche mehr. Muss mal eine Trinkflasche gegeben. Wo ist die denn? Das gibt's gar nicht. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen lustig Kram aufgestellt. Okay, hier oben oder wie? Ja, wie geil ist das? Hey, okay, jetzt hast du hier zwei Mannequins hingestellt, ja? Ja, einmal noch ein Weibchen. Eine Sattelkammer. Ist ja geil. Und ein Sattelding. Ja, cool. Das ist ja mal cool. Sehr stark, Pomo. Die gefällt mir richtig, die Mod. Die finde ich gut.
Die finde ich gut. Ich habe auch letztens irgendwas von der Arc Advanced gehört. Das ist so eine Mod, da hast du dann wohl irgendwie separate Holzstapel, wo du dann dein ganzes Holz stapeln kannst oder beziehungsweise reinpacken kannst. Das sind dann solche Holzstapel, die du irgendwie vor die Tür stellen kannst. Sieht dann aus wie okay. Brennholz, sieht richtig geil aus. Ja, cool. Ja, und... Vince, wie sieht's bei dir aus? Bin so, gleich durch. Wasser, sehr genau. Gut. Ich wollte Wasser haben. Wasser. Hier haben wir doch noch was. Um unsere Insel ist ein bisschen Wasser. Ich ja, aber nur ein bisschen. Immer das noch ist, leise. Du bist immer noch... Nee, das kann aber nicht. Also ich höre ihn jetzt... Okay, ich stell dich dann nochmal hin. Warte mal. Nö. Ich mach mal hier ein bisschen lauter. Wie ist jetzt? Ja, ich höre dich definitiv was lauter. Wie ist jetzt? So? Bin ich zu laut, oder? Jetzt hört man dich lauter. Jetzt hört man dich besser. Vielleicht hast du auch noch ein bisschen genuschelt. Ja, irgendwie hat sich... Nee, bei mir hat sich was bei den Einstellungen verändert. Ah, Komo ist auch da. Hallo, Komo. Hey, ja, Komo. Servus. Moin. Hi, Komo. Ja, geil. Komo, du auch da. Sehr schön. Haben dich ja noch gar nicht gehört. Ja, sagt mir auch keiner. Sagt dir auch keiner, dass du gar nicht da warst? Nein. So, dann kann er Markus dazu. Sehr schön. Also, ich habe jetzt 25 Perch, ne? Ja, das reicht. Passt. So, Losty, was brauchen wir noch? Wir haben. Was ist denn hier Generator, oben jetzt alles drauf? Wir haben den Kühlschrank. Ja, du hast ja ein Haus gebaut hier. Hier so ein halbes. Generator, Kühlschrank. Ja, hier, Klimaanlagen. Ja, Klimaanlagen, dafür brauche ich Silica-Pearls. Okay. Hast du Kabel schon verlegt, oder? Kabel ist schon. Kannst du vielleicht irgendwann nochmal, ich glaube, da hatte Wireless Strom, da kümmere ich mich noch. Wireless Stromgenerator. Nächste Woche. Nee, ich weiß nicht, ob es ein Wireless Stromgenerator wird. Vermutlich eher eine Geschichte, mit der ich den Strom weiter verteilen kann. Da muss ich aber erstmal nochmal gucken. Okay, sehr cool. Also muss man einen Generator aufbauen und dann quasi, ein WLAN-Kabel. Ein WLAN-Kabel, ja, genau. Ein WLAN-Kabel. Aber nicht die dicken, die tun weh. Ja, es ist ein kleines. Ja, ihr seid doch krank, ey. Ich überlege mir was, wie ich den Strom an den Mann bringen kann. Mann. Ich hoffe doch, du bringst ihn an den Kessel. Das auch, ja. Ja. Also, es sind schon extrem viele Strukturen, die wir jetzt hier aufgestellt haben, ne? Ach, Quatsch. So, komme ich denn noch sowas? Wir und viele Strukturen. Quatsch. Niemals! Jetzt übertreibst du aber, lustig. Meinst du? Ja. Okay, ja, kann sein. Das ist, Komo, was macht meine Suppe? Die sind doch schon lange im Kühlschrank. Wie, du willst die Suppe schon wieder haben, oder wie? Ja. Pack dir mal die Silica Pearls. Ich hab dir jetzt mal die Silica Pearls in Mega Fabricator gepackt. Da Komo. Sollen sie auch hin, danke. Kein Problem. Du stehst voll auf diese Suppe, ne? Yep. Hier stimmt. Das wird ja lustig. Jeden Tag eine. Lecker. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das ehrlich nicht nachvollziehen. Das ist für mich, nee, kann ich nicht. Aber wo haben wir eigentlich die Artefakte? Nicht die Artefakte, sondern die, ja, Agentavis-Krallen und so weiter und so fort. In einem Schrank oben vermutlich. In irgendeinem Schrank oben, sagst du, gut. Ist wahrscheinlich. Natürlich. Okay, die werde ich jetzt mal behalten. Die Flare Gun. Die werde ich definitiv mal behalten. So. Ich bin jetzt auch endlich Level 70. Jetzt kann ich Waffen wieder lernen. So. Unsere gute Sniper kannst du basteln. Ab Level 70. Meine? Haben wir die hier irgendwo? Zufällig irgendwo auf Vorrat? Wir hatten so viel Beinoglas ist hier vorbereitet. Ich hab keine Ahnung. Da liegen 5 oder 6 Stück drin in dem Schrank. Auch geil. Okay. Das heißt, man muss damit nicht so vorsichtig sein. Da kann man ein bisschen mit rumasen, ne? Okay, das ist Oil. Metal Ingots. Zementipaste. Kristall. Silica Pearls. Hier liegen noch Silica Pearls, Komo. Oben, wie Sand am Meer. Ah.
Ein paar tausend. Ja, gut. Im letzten Tauchgang. Ja, mein Gott. Hab ich halt gefarmt. Ich hab Punkte gemacht, ja. Ja, guck. Also, hat sich das doch gelohnt. Ach komm, packen wir da erstmal rein. Dann sind wir die erstmal los. So. Du wolltest auch so eine Sniper haben, Pauli? Ja. Können wir das mal reinpacken? Gut. Wird gebaut. Ja. Ich wollte eigentlich auch gerade eine machen, aber gut, okay. Ja, ich warte jetzt einfach mal. Ist wurscht. So. So, Stimberries sind hier für den. Ich muss erstmal eh meine Rüstung wieder färben. Den Dunkbeutel. So. Ja komm, wer wird denn knickrig sein hier? Links richtig, also die Schweine sind seit Ewigkeiten nicht mehr abgelevelt worden, ne? Wirklich? Ja, du kannst ja keine Level. Ja, du kannst den ja keinen Level reindrücken, dass sie mehr kacken. Also so. Ja, Gewicht, dann können sie mehr Kacke halten. Ich hab ein Level ab. Ich ist ja zu geil. Nice. Ist ja zu geil. Auf was stelle ich das denn? Auf was packe ich das? Gewicht? Nee, Fortitude mache ich jetzt, glaube ich mal. Weil Fortitude ist wichtig. Ist wirklich wichtig. So, vor allem hier auf eine. Hier ist das nämlich Ratten. Eine Sniper liegt im Schrank hier vorne. Oh, jetzt habe ich gerade einen. Chubby Mongo. Bei mir hängt es also. Ja. Lang ist her, ne? Chubby Mongo Chang. Ich schaue immer wieder drauf. Also das ist noch einer der geilsten Namen, die irgendwo so bislang hervorgegangen sind. Chubby Mongo Chang. Fauli hier im Munitionsschrank direkt rechts neben dem Fabricator. Okay. Der hat auch Level du dir ein hier. Servus Lars. Lars, moin. Sehr schön, so, dich wieder hier zu haben. Ich muss jetzt erstmal Ark nochmal beschließen, weil bei mir ist Ark am Hängen. Ark gar nichts los gerade. Ja. Ark nichts los. Geht Ark, hat gar nichts. Kann man eigentlich hier die. Nee, die kann man nicht wieder abpicken, ne? Die gefühlten 1243 Klimaanlagen, die du hier. Nee, aber die brauchen wir auch hier drin, oder? Obwohl, warte, könnte es gehen. Alle so? Wo? Oh ja. In der Paarungsdingsbox gedöns hier, in der. Ausbrutbox. Müssen da so viele drin sein? Ja. Okay, gut. Und nein, du kannst sie außerdem auch nicht abpicken. Nee, habe ich gerade gemerkt. Das habe ich gerade gemerkt. So, ja, genau. So, also auf dem Ketzal dürfte jetzt, solange Strom an ist, keinem mehr kalt werden. Dann schauen wir mal. Das wäre jetzt mal richtig. Und dann dürfte mir ja auch nicht heiß sein, da jetzt oben. Nö. Nö, ist mir auch nicht mehr. Ist mir auch nicht mehr. Das ist ja geil. Ja, dann können wir eigentlich uns auf den Weg machen. Ich brauche noch eine Pelzrüstung. Wie ist denn das damit? Du kannst hier oben drauf sein. Die wird nicht mehr kalt. Ja gut, dann bin ich das Hausmädchen und koch Suppe, oder? Dann bin ich das Hausmädchen und koch Suppe. Nee, du kannst ja zwischendurch runtergehen, ein bisschen was machen, und wenn dir dann zu kalt ist, rennst du zurück und reckst da oben drauf. Ja, wir müssen gleich definitiv da noch Pelz farmen. Wir sollten uns hier einen Smitty draufpacken noch, Homo. Noch ein Smitty. Ihr solltet definitiv noch ein Smitty drauf. Dann können wir nämlich vor Ort dann die Pelzrüstung machen. Und dann vielleicht sogar noch ein Fabricator. Mega. Hier ein Mega Refining Forge. Wofür? Für Metallschmelzen. Farm. Also wenn du farmen willst und das dann Metallschmelzen ist, weiß ich nicht, ob das. Ist eigentlich egal, ob das. Ja doch, du ist ein bisschen leichter, wenn es direkt da drauf schmelzt. Genau. Aber. Deswegen hatte ich auch damals immer das von der Mega Fortune drauf. Ja, das sollten wir definitiv machen, finde ich. Gut. Wie gesagt, ihr könnt ja schon mal ins Winterbiom dann fliegen. Ich werde mich hier mal an den Ketzer setzen und sehen, dass ich den gebaut kriege. Und warum liegt das bei mir jetzt gerade so extrem? Ja. Also, dann machen wir das jetzt erst so. Dann packen wir da jetzt noch ein Smitty drauf und den Mega Refining Forge. Fabricator brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt, oder? Nee. Der ist, glaube ich, im Moment nicht notwendig. Aber die beiden Sachen sind noch
die werden noch sehr, sehr ratsam, wenn wir die mitnehmen. Also Losti, hast du was zu essen mit? Hast du was zu trinken mit? Ja, hab ich alles. Hab ich alles mit. Hab ich alles dabei. Ich gehe ja nicht unvorbereitet los. Als wenn wir unvorbereitet los. Niemals tun. Nein, Losti doch nicht. Hallo, wir Akrobaten doch nie unvorbereitet. Genau, genau. Komo, kann ich das ganze Ding noch ein bisschen verfeinern? Die Bude da oben drauf? Nein. Ich hab dann nämlich noch nur eine Kleinigkeit. Ich mach da nicht mehr viel. Ich hab Komo sein Werk, das wird nicht verfeinert. Ach, wir sind auch blöd. Wir hätten einfach einen Biber mitnehmen können. Ein Biber. Ich mach nur noch Kleinigkeiten, ja? Darf ich? Ja, mach doch. Ich muss von dir definitiv das Go haben, ansonsten traue ich mich da nicht ran. Mach doch. Gibt's nee, aber auf der anderen Seite, wenn hier ein Biber ist, ist gar nicht so praktisch. Fackeln? Nee, Fackeln. Fackeln ist eine gute Fackeln. Idee. Fackeln brauchen wir nicht hier drauf. Fackeln noch nicht rum hier. Bau gleich gut. Licht hierfür. Hier wird doch nicht gefackelt. So ein... Nee, keine Fackelei hier. Super, ich hab grad ein Deckscreen, also ich hab hier richtig viel los von meinem Computer gerade. Hört sich spaßig an. Ist gar nicht so cool. Irgendwie macht gerade vorne. Haben wir noch Fetch? Elinja, denen geht's gut. Unsere Dedikorus sind die immer nur verschwinden. Doch, die Biber scheinbar sind keiner voll dabei. Füttert. Voll dabei. Dedikorus haben wir keinen mehr. Nur die beiden unten stehen zum Vervielfältigen. Ja, so. Ich habe einen seltsamen Ton gehört. Ich glaube, meine Grafikkarte ist gerade abgeschmiert. Also. Oh. Im wahrsten Sinne des Wortes abgeschmiert, also kaputt geschmiert oder wie? Nee, keine Ahnung. Ich habe halt wieder so eine komische Meldung. Ich vermute, meine Grafikkarte hat sich gerade gedacht. Ich habe gerade mal keine Lust. Ich will gerade nicht mehr. Achso, ja. Achso, das meinst du. Die sind despawned. Keine Ahnung, wo die hin sind. Vince, ansonsten starte neu. Ja, mach ich jetzt auch. Bis gleich. Also die und unsere Biberchen da haben nicht gebaut und die sind weg gewesen. Waren irgendwann weg. Ja, die haben ausgecheckt bei uns. Die wollten nicht mehr. Die haben ihren Vertrag gekündigt. Was ist denn mit Betten? Haben wir irgendwo Betten? Ja, hier oben vielleicht noch ein Bett drauf, das wäre auch ganz cremig. Wir bauen noch eine zweite Etage hin. Nein, zweite Hotel. Ja gut, wir kriegen ausmachen. Also schlimmer als zwei, das Boot zwei Betten, werden. Zwei Betten kriegen wir glaube ich hier drauf. Okay, Licht. Ja. Wie ich das auch immer wieder hinkriege, dass ich ihn festpack. Damit warte ich noch mit da vorne Licht. So, ich brauche mal ein bisschen noch ein Licht hin. Stein. Respawnt das hier wirklich oder ist das jetzt nur... Das respawnt wirklich. Naja, ich weiß das gar nicht so richtig. Also ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Und jetzt auch noch ein bisschen Thatch. Thatch brauche ich... Ach, komm, den mach da weg. Thatch. Und... Thatch. So. Jetzt können wir, glaube ich, da oben anfangen. Baust du gerade Betten? Nee, Betten baue ich noch nicht. Betten baut er noch nicht? Ich baue noch keine Betten. Okay, so. Dann schauen wir doch mal. Ich mach mal ein paar Betten. Wood. Sehr schön. So. So, jetzt paar ich die Dedikorus nochmal. Ja, mach das. Und dann mache ich mich aber auch wieder onne. Du willst nicht mehr mitfliegen? Nee, das ist mir zu spät. Ja. Okay. Ganz sicher. Ihr macht das schon. Ich hab da... Das sagst du. Ich spreche euch da mein vollstes Vertrauen aus.
sagt er so einfach, ne? Er glaubt uns zu kennen. Also ich würde das da auch pauschal mal nicht so. Hast ja gesehen, beim letzten Mal, wo du weggegangen bist, wo es dann hingegangen ist. Ja. Es war alles nur noch Mist. Alles nur noch Mist, Komo. Ist der Komo nicht dabei? Ist, naja. Was soll man sagen? Ihr macht das schon. Ohne Komo halt, ne? So, ich bin ja da. Aber dafür haben wir Vince ja heute dabei, genau. Das ist ja auch in Ordnung. Und Deadman wollt euch ja gleich auch wieder beehren. Genau, richtig. Ja, wir kriegen ja Unterstützung genug. Also von daher gesehen. Ja, also. Braucht ihr mich gar nicht. Ich glaube, es dauert noch eine Weile, bis der kommt. So, jetzt schauen wir doch mal hier. Wo haben wir es denn? Hier ist es doch. Da machen wir mal ein paar mehr von. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier mal so ein bisschen schnieke machen. So. Nee, wieder weg. Die beiden Dödikoros müsst ihr jetzt mal hier über Nacht stehen lassen. Die haben noch 3 Stunden Cooldown. Die haben noch einen Cooldown. Ja, die schwitzen noch, die müssen sich wieder abkühlen. Genau, das wird sein. Yeah. Boah, ich wollte schon mal hinstellen, hier, dass wir dann wieder einen Steinfarmer kriegen. Also mit den Klimaanlagen hast du nicht gespart. Einsteinfarmer? Ne? Gespart, meine ich, ne? Nee, das soll ja auch nicht. Jetzt baut der hier echt ein Dach drauf. Ja, klar! Jetzt baut der da echt ein Dach drauf. Ich will ein heimisches Gefühl haben, Mensch. Ach, ja, du also kriegst die Tür kaputt. Und jetzt nochmal hoch. Ja, sehr schön. So muss es sein. Das ist doch mal klasse. Baut der da echt ein Dach drauf. Ein Ketzer und ein Dach ist blöd. Ja. Ja, vor allen Dingen muss ich auch ein bisschen an die Aerodynamik denken. Letztens habt ihr euch aufgeregt. Ja, was hast ja, du denn jetzt kaputt gemacht? Ja, ist halt blöd, aus Versehen eine Wand. Ja, okay, dann kann ich da vielleicht. Jeder weiß, es ist tausendmal besser, wenn da ein riesiger Klotz steht auf dem Ketzal, als nur eine flache Plattform mit ein paar Mauern drauf. So, genau. Also ich finde das auch sagte, so. Wie ich sagte, schlimmer als das Boot kann das nicht werden. Ja, okay. Jetzt komme ich hier durch. Also das Boot ist der Kracher. Komm. Das Boot. Mhm. Das Boot ist der Kracher. Also wenn meint dieses Ding hier gleich. Das bunte Metallboot da unten? Ja, das bunte, tolle Metallboot, genau. Cool. Ich frage ja, ist Mia eigentlich schon hier drauf? Oder kommt die hier nicht drauf? Weil das wäre natürlich dann der Oberkracher, wenn dann Mia ihre Werft hier öffnet und wir dann bei ihr Boote bestellen können. So, guck mal. Gibt's die Boote auch in Harlekin? So, ich heb mal einmal ab. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Das ist doch mal cool, oder? Der Brotkasten. So. So, jetzt müssen wir den Ketzer umbenennen. Der Brotkasten. Nee, das ist hier, The Walking House. Nee, The Flying House. The Walking House. Wo kann man hier dran zum, Schippern? So. Irgendwie macht mir das gerade ein bisschen Angst. Wo muss man an das Ding dran, um zu schippern? Du musst bei der einen Kreuzung musst du die Plattform wegnehmen. Und dann, das ist versteckt, das Lenker. Hier, ich zeig dir das mal, wo das Ruder ist. Wo bist du denn überhaupt? Das Lenker? Scheiße. Nee, nicht scheiße. Raft, pass auf. Ich komme da jetzt hin, ich zeig dir das. Das ist ganz gut. Das ist cool gemacht. So, jetzt erklärt gleich Losty, wo das ist. So. Er muss es zeigen, weil sonst kann er es. Pass auf, also hier unter der Kreuzung hast du hier die Sea-Link. Die kannst du runternehmen und jetzt kannst du fahren. Super, und dann nimmst du jetzt immer eine Sea-Link raus. Ja, natürlich, das ist Material, die Abdeckung. Oder so bei dem Metallboot. Das ist die Abdeckung. Warte mal, Losty. Nee, mach nicht zu. Ich habe die Idee. Was hast du denn für eine Idee? Ich habe die Idee, was ich da noch hinbaue. Was baust du denn da jetzt noch hin? Ich habe die Idee, Losty. Jetzt kommt's, das kann ja nichts werden. Du hast immer Ideen. Ich habe die Idee. Boah, Losty wird sich so freuen. Lass mich raten, du baust den Trapdoor hin.
Ja, jetzt hast du ihm gerade, glaube ich, den Wind aus den Segeln genommen. Sorry. War da keine Trapdoor hin? Na, 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 na. Das Flughaus, ja, Leka, da hast du recht. Das Flughaus. The Flying House. Ja, guck mal. Jetzt dann was? Ja, immer mit der Ruhe jetzt hier. Immer mit der Ruhe. Immer mit der. Ich muss das so erstmal bauen hier. Immer mit der Ruhe und dann mit dem Ruck. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Dann zeig doch mal her. Wo baust du das denn gerade? Hier. Hier, genau. Ach ja, hier. Ach, genau. Ja, stimmt. Also ich schaue es mir gleich an, bevor ich hier weiter rumoxidiere. Und noch Rost ansetze. Ja, ich bin doch sofort da. Jetzt. Jetzt bist du da, ja? Jetzt kommst du zum Fahrstuhl, ja? Nee, zum Boot. Also für die Farben bin ich im Übrigen nicht verantwortlich. Irgendjemand, der wahrscheinlich eine... Ja, das ist ja mal genial. Eine Double Trapdoor. Ja, cool. Los, die freut sich wie ein Affe. Ey, das ist ja mal cool. Kannst hier rein segeln? Nicht so ausfallend, ja. Ja, war bloß so, ich hab bloß... Bitte nicht so ausfallend. Ja, weil du dich so freust, Losti. Ne? Ich freue mir einen Keks, vielleicht. Ich freue mir einen Keks. Eine Doppelfalltür. Also das ist hier schon. Ja, edel. Das ist. Ich hab schon gemerkt. Ihr habt irgendeine Mod draufgeschmissen. 450 MB groß war. War diese. Wir haben einige Force. Mods draufgeschmissen. Also das ist cool. Pomo, Hut ab. Extra Arc. Also mein Dank wird dir ewig hinterher schleichen. Ich aber wahrscheinlich nie erreichen. Hat eh nicht gedauert. Übrigens. So. Ich bin wieder da. In der Hoffnung, dass es diesmal nicht so schnell abschmiert. Oh Mann. Alles gut, Vince. So. So, ich finde, das ist die coolste Alternative. Wolltest du hier noch einen Balkon draufbauen? Eigentlich weniger. Olli? Nee, ich wollte kein Beton bauen. Kein Beton bauen, ja, Beton, ich baue da noch kein Beton drauf. Das ist leider ein Beton drauf. Du wolltest einen zweiten Stock bauen, damit mit Schlafkabinen da oben, ja? Ich wollte da oben nur eine Ablage bauen für die Betten. Oder vielleicht doch Beton. So. Guck mal hier, soll ich dir mal eine so zur Vorlage geben, so? Du bist so lieb. Ich weiß. Da hast du welche aus Metall dabei. Das ist die Platte, die normalerweise da war, wo wo jetzt die Trapdoor drin ist. Ja. Los, die hat immer eine Platte. Ich nehme die da mal wieder weg, ja? Ich habe immer die Platte dabei, genau. Okay. Los, die hat immer die Abdeckung fürs Boot dabei, damit für den Fall, dass sie halt mal mit dem Boot fahren müssen. Kummo, Corrected Structures brauchen wir noch einen Tisch. Den mache ich mal eben fertig. Wieso brauchst du jetzt auch noch Corrected Structures hier drauf? Glaubst du, ich will da hinten die Bude ohne Corrected Structures bauen? Mit Nein, Sicherheit. Du baust die Sachen hier vor. Nein, ich baue die doch nicht vor. Das bauen wir da vor Ort. Ich farme da auch vor Ort. Oder meinst du, ich werde das alles... Nee. Und der packt jetzt deinen Ketzer voll, das siehst du, oder? Woodstone Height. Denk dran, der kann nur 1400 mitnehmen. Woodstone... Jetzt bin ich wieder... Woodstone Height, genau. Heidstone, so kann dir nicht tragen, das. Wood, Stone, Wood, Stone und Hide. Mein Arcling übrigens schon wieder, ich weiß nicht, was der heute hat. Wood, Stone und Hide. Ah, Hide. Hast du mal versucht im 4-Gigabyte-Modus? So. Hab ich. Eigentlich. Hat er? Eigentlich Wood, Stone und Hide. Dann nehmen wir schon mal ein bisschen hier raus. Können wir... So. Ein bisschen Grundlage können jetzt, wir jetzt will ich mal gucken, ob ich mal... wieder zu schwer, dass das Boot eine Runde bewegen kann. Ich kann aber noch wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht sollten wir da ein bisschen mit Glas arbeiten, Komo, dass wir da so ein bisschen Aussichtsfeld schaffen oder so ein bisschen freie Bahn. Ja, auf dem Boot. Das ist mit Sicherheit nicht, da ist nicht Hopfen und Malz verloren. Das Teil kann man auch nutzen. Denke ich. Ja, du brauchst nur einen Navigator. Ja, der komm her. Du bist 10 GPS noch mit dabei. Das ist doch in Ordnung. Ja, vom GPS ist das überhaupt keine Frage jetzt, aber das mit den Navigatoren ist doch in Ordnung, dass man so ein bisschen navigieren muss. Also, Teamwork, weißt du? Sobald man
So, schau geradeaus an. Fahren will, kann man das über K machen. Genau, ja, geradeaus über K, daraus ist es, darauf ist es ja auch ausgelegt. Das ist, aufs halt geradeaus fahren? Nee, aufs K fahren. Aufs K fahren. Boote irgendwie. Das ist schnell fahren oder effizient. Nein, er setzt darauf, dass sie halt geradeaus fahren können. Sehr genau, schön. Pack doch einfach eine Falltür. Ja. Judson. Das ist jetzt gekommen. Der sehr ist schön. Etwas älter, der Chat. Ja, ja. Ich hab's aber jetzt gerade. Aber erst schön, gelesen. Dass du auch mal drauf antwortest. Genau, deswegen wollte ich ja mal drauf antworten. Dass Judson auch merkt, ich habe ihn nicht vergessen. Oder beziehungsweise ich habe das nur noch nicht gelesen gehabt. Aber ihr habt doch auch alle den Chat auf, oder? Da können wir auch mal drauf achten. Ja, sicher. Leute. Ja, also. Ja, hab ich doch gesagt. Hast du gesagt. Und daraufhin hast du das auch erst gemacht. Also dann nochmal danke, Judson, für den Tipp. Nee. Die Idee mit der Doppelfalltür bestand schon vorher. Okay, ja, das sagst du jetzt so einfach. Das würde ich auch sagen. Genau, das würde ich auch sagen. Das kannst du gar nicht beweisen. So. Nein, kannst du gar nicht beweisen. Ah. Keine Ahnung warum. Ich gehe immer zum Smithy, um irgendwelche Munition herzustellen. Ich weiß nicht warum. Okay, also da oben sind jetzt die Respawn-Betten. Und hier unten steht eins, habe ich gesehen, ne? Die Respawn-Betten? Die Respawn-Betten. Ja, da oben stehen drei und unten steht auch noch eins. Gut, was hältst du denn davon, dass wir dann erstmal da hinten hinfliegen und mal schauen, was wir da vorfinden? Weil, ja, Vince, ich weiß nicht, wolltest du nachkommen, wenn du die Probleme im Griff hast, oder wolltest du jetzt mitfliegen ja, und in Gefahr laufen? Ich vermute mal, ich komme dann später. Gut, dann, Fauli, du bist drauf, ja? Ja, ich versteck mich schon mal. Ja, und halt mich fest. Halt dich gut fest. So, jetzt geht's los. Rein ins Schneebiom. Wenn du vorne so eine Double Glass Door reinmachst. Ja. Und dann kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Da kann ja keiner rausfallen. Also es sieht mal geil aus, dieser Kasten. Naja, wir müssen erstmal ankommen. Und das kann dauern bei der Navigation. Hast du jetzt schon. Hast du denn jetzt so einen Tisch draufgesetzt, Losty? Der ist schon drauf, natürlich, der ist schon drauf, so einigermaßen gefüllt. Es läuft schon alles, ja? Keine Angst. Ja, coole Sache. Keine Angst, das passt. Warum haben wir eigentlich keine Glaswände? Weiß ich nicht, wolltest du jetzt eine schöne Aussicht genießen oder wie? Ja. Ja, das wäre langweilig, dann wird man ja was sehen. Also, ganz ehrlich, sehen ist sowas. Also ich würd nicht allzu nah ans Fenster gehen. Das haben wir nämlich schon ein paar Mal erlebt, dann backst du da durch und dann war's das. Dann können wir gleich erstmal Leiche suchen gehen, bevor wir dann halt eben uns um das. Wenn Fenster wirklich drin wären. Sind ja ein paar Fenster drin oben. Mir ist also ganz schön kalt. Fensterausschnitte. Ich wollte gerade sagen, wenn wirklich Fensterglas drin wäre. Wo ist denn der Generator hier? Ja, mal anschmeißen. Ja. Das Ding. Okay. Was brennt denn da? Ah ja, der Refining Forge brennt. Brennt so. Ich wollte gerade sagen, was brennt denn da? Aber sieht jetzt richtig geil aus, so mit Abgasstrahl. Sehr schön. Abgasstrahl. Ja, wecken die nicht, den Abgasstrahl. Den Abgasstrahl, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir wird nicht kalt hier, ne? Es ist alles gut. Ja, hier schon. Das ist. Hier wird kalt? Trotz der Dingens. Ja. Okay. Ja, klar. Ich hab ja auch nur eine Tauchausrüstung an. Ich gehe mit Neoprenanzug. In den Schnee. Sehr geil. Ja, er will vielleicht in den Schnee tauchen. Wer weiß. Ich geh mal mit Neoprenanzug in den Schnee. Wo ist eigentlich jetzt hier dieses neue Schneegedöns? Ah ne, das war auf der anderen Seite, ne? Ich kann es dir nicht sagen, genau. Wo auch immer du hin willst. Ja, ich schau mal. Das die macht halt schon. Verlass dich ganz auf meine Navigation. Oh nein, wenn er das sagt, das kann nicht gut enden. Ich spreche Losty mein vollstes Vertrauen aus. Achso, wir sind jetzt noch ein paar. Ratai HD, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Habt viel Spaß im Stream. Ich wollte nur sagen, wir sind jetzt da mit unserem Wohnmobil. Alles läuft gut, alles ist klasse. Wir haben unseren Wohnwagen gleich mitgebracht aus der Luft. Gegen den Wohnwagen. Cool. So. Ja, hier sieht das doch ganz schnuckelig aus, oder? Oder nicht? Guck mal, da ist voll die gerade, freie Fläche. Siehst du die da? Direkt voraus? Da, so gerade, direkt voraus? Mir ist kalt. Ich
X-Reapers, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Viel Spaß. Ist auch die Höhle. Hat das einen Sinn, dass du hier hinfliegst? Jein. Jein. Was hältst du denn hier davon? Guck dir das mal an. Schau dir das wirklich mal an. Die paar Klumpen, glaub, die hier drauf liegen, die schlagen wir weg. Gegend aussucht, das dauert ewig. Was hältst du davon? Ja, man könnte die Aussicht ist schön. Wieder eine schöne Gegend. Die Aussicht ist cool, oder? Ja. Hm. Von hier aus, ist bloß schlecht zu fahren. Wir schauen noch mal ein bisschen. Wir schauen noch mal ein bisschen mehr. Ich habe übrigens letztens, als ich mir Valhalla mal im Singleplayer angeguckt habe, weil es gab ja ein Update mit den Höhlen und so ein Zeug, habe ich mal geguckt und da gibt's bei dort, wo diese unterirdische Festung war, dahinter ist ein echt cooles Gebiet. Ich weiß nicht, ob man da direkt bauen kann. Und ganz viele coole Felsen und so ein Zeug. Das ist cool. Wir schauen mal kurz, was wir hier so finden. Ich weiß auch nicht, ganz ehrlich nicht, ob es unbedingt im Schneebiom sein muss. Wir schauen mal, wo wir jetzt, ne? Weil ein bisschen erweitern müssen wir mal, dass wir mal irgendwo noch eine Kleinigkeit dazu bekommen. Weißt du, nur auf unserer Insel festsitzen finde ich ein bisschen langweilig da. Ne? Oh. Ja, die Einstellungen auf dem Server sind ein wenig erhöht, X-Reapers, aber nicht extrem. Du kannst unter Ausrufezeichen Raids kannst du die Erhöhung einsehen. Also da kannst du jetzt anschauen, um wie viel wir erhöht haben. Ausrufezeichen Raids. Und ihr könnt auch auf dem Server mitspielen, für die dazugekommen sind. Ausrufezeichen PvE. Dann bekommt ihr die Serverdaten. Wollt ihr auf dem PvP-Server, den wir auch haben, Ausrufezeichen PvP. Wir streamen aber vom PvE-Server aus. So. Pauli, wenn du irgendwas Cooles siehst, dann sagst du mal kurz Bescheid, ja? Mach ich. Ist hier eine Höhle? Nicht. Würde ja aus dem Fenster gucken, aber... Doch, hier ist eine Höhle. Wo ist hier eine Höhle? Wieso ist denn... Achso, das ist da hinten. Wo ist eine Höhle? Höhle. Hier. Höhle. Hier. Da ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Liebe Höhle. Wenn ich doch mal zurückkommen könnte. Ich baue mir gerade noch Munition. Ich bin mal abgestiegen. Ich laufe mal hin. Ja, ich kann hier so ein Stück hier mit rein. Warte mal kurz, Fauli, ich komm mal mit. Nicht, dass du gleich Geschichte bist oder so. Ja, ich kann laufen. Nee, das ist... Wie für eine Höhle. Zumindest hätten wir schon mal ein Dach über dem Kopf. Aber wieder in der Höhle bauen, damit sind wir angefangen. Nee, das ist... Was ist denn da oben? Wie kommt man da hoch? Boah, keine Ahnung. Kommst du da überhaupt hoch? Ist das überhaupt Weiß ich das nicht. Ist nur ein kleiner Vorsprung? Ich glaube, ich fliege mal hier ein Stück rein. Wir kommen ja hier mit dem Ketzer ganz durch. Zumindest zum Teil. Die ist aber riesig hier. Ich bewaffne mich nochmal noch ein bisschen bis an die Zähne. So, du bist jetzt wo? Da oben. Da oben meinst du, ne? Bah. Yep. Okay. Geht's da weiter? Ja, da komme ich auch hin. Schön, dass du mich mitnimmst. Soll ich dich mal mitnehmen, Pauli? Warte kurz, ich drehe da nochmal um und Juhu. Dann kannst du am besten mal aufspringen. So. Aufspringen? Ja, aufspringen. Jawohl. So, okay. Ich bin für heute mal raus hier. Ja, Komo, okay. Dann bis morgen. Bis später, Komo. Bis morgen. Später, Komo. Bitte. Bitte. So, warte mal kurz. Ich will jetzt nur nicht hoffen, dass du da jetzt raus. Bist du runter? Oh, nee. Nein, 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 nein. Bleib da. Wo bist du denn jetzt runtergefallen? Du bist da rausgebacken, ne? Da, ist doch alles gut, ist doch gut. Sind doch vier Betten da. Ja, ich weiß. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, wo du gelandet bist hier. Nicht, dass du wieder in so einer Felsspalte liegst, so wie... Ah, hier liegst du, okay. Ganz offensichtlich. Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, warum du runtergefallen bist. Ich kann da sicher Schlappi reinnehmen für die Werkstatt... Gaming Box, was auch immer. Auf jeden Fall kannst du das. Gut.
So, wie kriegen wir uns denn da jetzt am besten hoch, ohne dass du... Ich nee, mich weißt du, nee, wir machen das anders, wir machen das anders, pass mal auf. Pass mal auf, wir machen das jetzt, gehst du mal runter vom... Okay. So, alles gut, wir machen das jetzt ganz anders. So, du bist noch drin. Gekommen. Du bist noch drauf, ne? Ja. So. So. Jetzt schauen wir mal. Hier muss irgendwo der... Hier ist der Eingang, siehst du? Ich stelle mich nicht mehr so weit nach vorne. Okay. Das Eingang. So, da siehst du? Noch. Und dann geht's da runter. Gut, sieht vielleicht ganz klasse aus. Sirius! Moin Moin! Yellow. Sieht vielleicht ganz... Oh, gleich... Okay, bist du noch drauf? Ja, nein, jetzt bin ich raus. Okay, aber nicht mehr tot. Ja, nein, vielleicht. Nicht tot gegangen, ne? okay. Nee, jetzt steig doch mal wieder auf. Also in Höhlen zu fliegen ist ein bisschen... Also mit einem dicken Haus obendrauf ist, glaube ich, ganz schlecht. Ist das, ja, ja, wir hatten uns vielleicht... die Haus da drauf gebaut. Ach, war, ja, Entschuldigung, Luffy. Willst du was sagen? Möchtest du was sagen? Nee, möchtest du dich etwa beschweren? Möchtest du dich etwa beschweren, dass ich uns ein Wohnmobil gebaut habe? Passt schon, passt schon. Gut, mit Dach über dem Kopf. Nein, ja? Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Bleibst du mal in der Nähe? Bist du schon wieder runtergefallen? Sag mal, halt dich doch mal fest. Soll ich dich in den Kühlschrank sperren? Das geht noch nicht, Lusty. Ja. Kannst du aber gerne einprogrammieren, wenn du möchtest. Glaube ich. Okay, so. Und los. Okay, ist nur noch ein Stückchen. Wenn du jetzt fällst, dann bist du auch gleich wieder hinüber, denke ich mal. Ja, schon, sag Lusty. Wenn okay. Du jetzt runterfällst, ist mir das egal. Alles gut. Dann schauen wir jetzt mal hier. Oder wir fliegen mal zum anderen Schneebiom. Weil das Schneebiom, was wir jetzt hier vor uns gehabt haben, das finde ich irgendwo nicht gerade so prickelnd, dass wir da irgendwo was bauen müssen. Hallo, warum kannst du vielleicht mal den Refining Forge ausmachen? Ich habe so einen Kondensstreifen hinter mir her. Das sieht richtig... Ja, so schon angenehmer. Vielen, vielen Dank, Fauli. Wenn ich dich nicht hätte... Warum stehen das ganze Ziel immer auf Enable Wondering? Was habe ich dann nicht? Dann habe ich keinen Afterburner, genau. Ja, das brennt aber auch immer so. Das mag ich nicht. Der Afterburner. Wir könnten... Was noch ein sehr interessantes Gebiet ist, ist der Norden. Der Norden? Auch noch. Ja, da war ich gestern mal. Ich habe gerade Standbild, warum auch immer. Also bei mir läuft alles schön. Okay, nee, jetzt geht's weiter. So, in den Norden wollen wir fliegen, ja? Ja, flieg mal auf. Ja, wenn ich mir mal die Karte angucke, so auf 20. 20, da die Ecke, so 20, 25. So, ich fliege jetzt gerade konstant Richtung Norden. Du siehst, wenn... Hast du die Karte an? Mach mal die Karte auf. Ja, genau, Ketzal, die Holländer der Steinzeit. Ich hab's gerade schon gesagt, wir haben hier... Sie immer weigern und haben hier unser Wohnmobil mitgebracht. Noch ein paar Tomaten. Ein paar Tomaten, bei Gurken haben wir auch mit. Gurken haben wir auch mit, alles gut, alles klassisch, schmeckt gut. Immer dabei, ein paar Poffertjes. Kijk je wat ze hadden, weet je, in Amsterdam, hè? Ja, dauert nicht mehr lange und wir fliegen hier am Coffeeshop vorbei. Genau, genau, ja. Nee, so eine mobile Basis ist eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen, wir wollen jetzt eine zweite Base bauen. Also eine Außenbase, mehr oder weniger, aber nicht nur auf der Insel versauern wollen. Und suchen jetzt eine geeignete Stelle. Und dann haben wir natürlich jetzt Refining Forge, Smitty, die Werkbank von Corrected Structures und alles dabei. Und das ist natürlich von Vorteil. Dann brauchen wir das nicht dort alles machen. Wir haben das hier auf dem Ketzal drauf. Man kann sowas natürlich auch auf dem Raft bauen, aber dann wären wir nur am Schippern. Und Let's Paule! Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Ich wünsche dir viel Spaß im Stream. Willkommen und viel Spaß. Wenn du geradeaus fliegst, immer geradeaus. Ich flieg gerade Richtung Norden, vollkommen geradeaus. Ja, da ist so ein bisschen Schnee, so eine Schneelandschaft da oben. Flieg, du meinst die halbe Schneekuppel da oben? Ja. Okay. Also nicht die jetzt leicht rechts, sondern immer geradeaus.
Ich schmeiß mal eben ganz kurz Gamma 3 rein, damit im Stream noch halbwegs was zu erkennen ist. Mich würde es ja mal interessieren, ob irgendjemand von euch schon nachgejoint ist auf unserem PvE-Server, also auf dem jetzigen Stream-Server.